Das kleine Kamel. An einem sonnigen Tag lief ein kleines Kamel in die Steppe hinaus. Es war satt, sprang vergnügt herum und rief: Plötzlich bedeckten Wolken den Himmel, die Sonne ging unter. Das kleine Kamel wurde traurig und bekam Hunger. Heulten die Steppenwölfe im Gebüsch. Das junge, dumme Kamel irrte in der Dunkelheit umher und fürchtete sich. Seine Tränen fielen ins Steppengras. Vor Angst weinte es ganz leise, um nicht von den Wölfen gehört und gefressen zu werden. Ein starker Wind kam auf und trieb den Wölfen den Kamelgeruch in die Nase. Ein junges Kamel muss in der Nähe sein, riefen sie einander zu. Kamelfleisch schmeckt gut. Das wird ein Festmahl. Sie verfolgten das Kamel und versuchten es zu fangen. Aber es rannte so schnell, wie es nur konnte, um sich vor den Wölfen zu retten. Diese schreckliche dunkle Nacht kam ihm länger vor als sein ganzes Leben. Endlich dämmerte der Morgen. Die Sonne leuchtete wieder und in den Bäumen sangen die Vögel. Die Wölfe verkrochen sich in einer Schlucht. Das kleine Kamel beruhigte sich langsam und begann wieder zu rufen. Diesen Ruf hörten die Hirten in den Jurten und liefen auf das kleine Kamel zu. Als es die Menschen sah, schmiegte es sich an sie. Das ist mein Kamel, sagte der eine Hirt. Nein, es gehört mir, rief der andere. Hast du nicht gesehen, dass es zuerst zu mir gekommen ist? Nachdem sie eine Weile um das Kamel gestritten hatten, beschlossen die Männer, den Richter zu fragen. Der Richter hieß Edige. Seine Weisheit war in der ganzen Steppe bekannt. Edige ließ sich den Streitfall vortragen und hörte aufmerksam zu. Führt eure Kamelstuten her und ich werde euch sagen, wem das Jungtier gehört, sprach er dann.
Die Hirten holten die Stuten, Edige aber versteckte sich hinter einem Stapel getrocknetem Kamelmist und begann wie ein Wolf zu heulen. Da schrie das kleine Kamel. Die Stuten hoben die Köpfe, rührten sich aber nicht von der Stelle. Nur eines der Tiere lief auf das Kameljunge zu und beleckte es. Gierig suchte das kleine Kamel nach dem Euter der Mutter und trank die warme Milch. Der Richter rief den Besitzer der Kamelmutter zu sich und sagte: Nimm deine Stute und führe sie zur Jurte. Sogleich zog der Hirt mit dem Kamel davon und das Jungtier folgte satt und ausgelassen. Und du, sprach der Richter zu dem anderen, geh nach Hause und denke darüber nach, dass die Gier die Quelle allen Übels ist. Wessen Milch hätte das junge Kamel wohl in deiner Herde trinken sollen? Es wäre vor Hunger gestorben.